Bei den geplanten Strafzöllen der USA zeichnen sich Ausnahmen ab. Die USA wollen Stahl- und Aluminiumeinfuhren mit Zöllen belegen und so teurer machen, damit die eigenen Produkte bessere Chancen haben. Betroffen wäre jedoch kaum das erklärte Ziel dieser Maßnahme China, sondern vor allem verbündete Länder wie Kanada. Für Mexiko und Kanada seien Ausnahmen möglich, sagt jetzt aber die Sprecherin des amerikanischen Präsidenten. Kriterium sei die nationale Sicherheit. Auf dieser Grundlage könnte es auch Ausnahmen für andere Länder geben. Das werde man von Fall zu Fall entscheiden. China jedenfalls kann auf Ausnahmen nicht rechnen. Der amerikanische Präsident Donald Trump beschwert sich ständig darüber, dass das Land unfairen Handel treibe. Durch einen Handelskrieg löse man nie etwas, sagt jedoch der chinesische Außenminister, erst recht nicht in einer globalisierten Welt. Er schade nur beiden Seiten und China werde wie nötig und angemessen reagieren. Auch die Europäische Union bereitet Reaktionen vor, wie eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation. Konkret wurden mögliche Einfuhrzölle auf vergleichsweise eher symbolische Erzeugnisse wie Jeans oder Motorräder genannt. Schon das reichte aber, damit Trump seinerseits mit Strafzöllen auf europäische Autos drohte.